Ein herzliches Hallo zurück zu Die Sims 3, das Aachen-Oberhaupt. Ja, ein weiterer Tag ist angebrochen, Pia hat ausgeschlafen, macht sich gerade auf den Weg in die Küche, um die Näpfe zu füllen. Und eigentlich hätte es die Wohnung auch mal dringend nötig aufzuräumen. Deswegen werden wir hier erstmal aufräumen. Allerdings hat Pia auch Hunger. Dann gönnen wir ihr vielleicht noch ein Frühstück. Essen Waffeln. Und dann habe ich nämlich bemerkt, dass die Wäsche total überläuft. Lass mal die Wäsche waschen. Maxi braucht Soziales. Dann kümmern wir uns anschließend darum. Außerdem werden wir geschlafen haben, weil der Gerichtsvollzieher da, weil wir unsere Rechnung nicht bezahlt haben und hat hier unsere Stereoanlage mitgehen lassen. So, Honey und Merlin sind okay. Thales auch. Elliot Pasch getreten. Das wäre eine gute Idee gewesen. Das war nämlich der Gerichtsvollzieher. Auch okay. Prima, prima, okay. Thales und Deichgräfinnenpferd, Pferd will ich unbedingt mal umbinden. So geht das nicht, oder? Nee. Das nennen wir jetzt einfach mal Black Shadow. Obwohl, nee, man nennt es Dark Shadow. Ich hoffe, der Name gefällt euch. Wenn nicht, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben und einen anderen Namen vorschlagen. Entschuldigung. Dark Shadow Pach mache ich einfach. Dark Shadow Pferd finde ich irgendwie auch komisch. So. Und dann, wie gesagt, wollten wir ja mit Thales und der Dark Shadow. Ein Fohlen versuchen zu machen. Annähernd spielen. Machen wir Pferdespiel. Oh. Vielleicht klappt es ja diesmal. Pia ist am Essen. Prima. So, dann müssen wir natürlich noch nach den Kleintierchen schauen. Die darf man natürlich nicht vergessen. Oh ja, hier sieht es auch aus. Da kommen wir jetzt noch nicht weit, genau, weil ich die, die Aktionswarteschleife ist voll. Klappt das oder klappt das jetzt nicht? Also ich gehe mir vor, das wird bestimmt ein lustiges Fohlen mit der Schwarz-Weiß-Gemusterung da und da
Dark Shadow ganz schwarz. Das ist Pferdespiel. Interessant. Geht ja ab. So, jetzt hoffe ich nur, dass die jetzt auch einen Fohlen machen. Ich wollte mich nur noch mal kurz überzeugen, dass Lauf wirklich Hengst und Stute ist. Davon mal abgesehen, ich weiß gar nicht, ob das eigentlich geht, weil ja eigentlich mein Haushalt voll ist. Aber ich habe den Wuhu-Mod und dann sollte das eigentlich... Oder den Klamatten-Controller. Auf jeden Fall sollte es eigentlich trotzdem funktionieren. Zumindest das durch Schwangerschaft jemand. Immerhin, sie haben es schon mal gemacht. Also die Melodie kam jetzt nicht. Wir versuchen es einfach gerade nochmal. So, was macht Pia? Ah, mit Schlangen leer, okay. Da müssen wir uns ja eine Schlange suchen. Ich gar nicht mehr. Ach komm, das machen wir auch gleich. Drei Häufchen gleich. Sehr heftig. Muss ich da jedes Häufchen einzeln anklicken oder macht es alle auf einmal? Ne, ich glaube, die macht alle auf einmal. Also Lady ist wirklich ein sehr aggressives Pferd, muss ich sagen. Aber das Pferd einen Einbrecher fängt, ist auch nicht schlecht. Aber ich glaube, es ist in dem Fall eher...
So, was hat sie das jetzt? Alle Häufchen? Hoppala. Ja, hat sie. Okay. Ich bin übrigens immer überlegen, ob ich das Aachen überhaupt einstellen soll, weil eigentlich, ja, es passiert da nicht wirklich viel. Und von dem her. Im Prinzip ist es ja jeden Tag dasselbe und ich denke mal, auf Dauer wird das wahrscheinlich ziemlich langweilig, da zuzuschauen, wie Pia Tag für Tag aufsteht und irgendwie die Tiere pflegt und versorgt und ja, deswegen bin ich echt am Überlegen, ob ich das vielleicht nicht doch wieder einstelle. Ich könnte natürlich, wenn dann wirklich was passiert, das dann weitermachen, aber da fehlt euch dann halt nach Umständen eine gewisse Zeit und ich finde vielleicht irgendwelche Tiere oder ja, außer ich nehme das dann in dem Moment auf, dass ich das dann online stelle, wenn dementsprechend irgendwas passiert ist und oder sollte Dark Shadow jetzt tatsächlich ein Kind kriegen, ein Fohlen, beziehungsweise auch wenn ich jetzt kein Fohlen bekomme, werde ich das ja auf jeden Fall weiter versuchen. Aber ansonsten, wenn eben halt jetzt nichts passiert, außer dass ihr halt hier putzt und alles macht, ja, es ist halt fraglich, ob euch das wirklich interessiert und ob ihr das sehen wollt, wie Pia die Dusche putzt. Ist halt ein bisschen schwierig, weil wirklich viel passieren tut ja nicht in dieser Familie. Also ich überlege da noch, weil ich habe auch andere Ideen für neue Familien und so, die ich, beziehungsweise, ja, also von meinen ganzen Familien, die ich spiele, ist dann halt jetzt viele jetzt an dem Punkt, wo sie vielleicht erwachsen werden, die Kinder, und wo ich da denen ihre Geschichte quasi ausbauen kann. Und da würde ich dann vielleicht das ein oder andere davon im Let's Play draus machen und dann lieber Pia vielleicht eher ein bisschen auf Eis legen und halt eher sporadisch mal was online stellen. Aber wie gesagt, das überlege ich noch und wenn ihr wollt, könnt ihr mir ja vielleicht mal eure Meinung dazu sagen, was ihr darüber denkt. Ja. Vorerst werde ich auf jeden Fall noch weiterlaufen lassen, weil vorerst habe ich halt noch keine andere Familie, die den Platz dafür einnehmen könnte. Ja. Lass oh, wir haben ja doch schon eine Schlange. Muss ich jetzt halt aber ganz schnell da reinsetzen. Die haben wir beim letzten Mal nämlich schon gefangen, aber ich habe sie vergessen reinzusetzen. Ich habe es, glaube ich, auch schon auf meiner Liste geschrieben.
nicht. San Francisco Strumpfbandmörder. Also ich glaube, die hat er, glaube ich, Pia gefangen. Ne? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Pia lässt mich einfach noch mal ein bisschen machen, was sie will. Und ich versuche einfach noch mal hier an Phone zu machen. So. Dann schaue ich nochmal einen Wuffwuffs. Ein Wauzis. Oh, da war jemand ein bisschen einsam. Hier eigentlich rum. Das ist ja echt unmöglich. Was ist eigentlich ihr Lieblingsessen? Fish and Chips. Kannst du das auch? Ab welchem Level kann man denn Fish und Chips? Steht das da eigentlich? Nee. Schade. Mit 53 Simoleons brauchen wir noch einen Fisch. Haben wir das etwa nicht? Okay. Die Musik ist ertönt. Wunderbar, dann sollte es jetzt eigentlich geklappt haben mit dem Fohlen. Ist das das lustige Häschen, was da geritten ist? Oder ist das schon der neue Hase? Pia macht jetzt erstmal noch Abendessen und dann schicke ich sie auch ins Bett und wir sehen uns dann in einer weiteren Folge und dann werden wir sicherlich auch erfahren, ob Dark Shadow wirklich schwanger geworden ist. Und dann haben wir vielleicht hoffentlich bald ein süßes, kleines, idealerweise Einhornfohlen. Bis dahin sage ich Tschüss und danke fürs Zuschauen.